Wenn man sich dann mal so einen Katalog gekauft hat, er ist angekommen, man hat durchgeblättert, stellt man fest, es gibt verschiedene Gleissysteme bei Maßstab 1 zu 87 bei Märklin. Es gibt ein Gleissystem, was unglaublich realistisch aussieht. Das ist schon super lang auf dem Markt. Das hat ganz normale Schwellen, hat in der Mitte eine ganz, ganz unscheinbare Nase und sieht meiner Meinung nach am realistischsten aus. Man hat es früher Profigleis genannt. Funktioniert gut. Ich habe es ausprobiert. Ist aber jetzt für mich aus Nostalgiegründen nicht meine Wahl Nummer 1. Es gibt hier noch dieses Gleis, das ist das aktuelle Gleis, das ist ein sogenanntes C-Gleis, ein Kunststoffgleis. Die Gleise lassen sich kinderleicht verbinden, das ist wirklich toll. Sie sind sehr, sehr schön anzuschauen, natürlich nicht so professionell wie sowas hier, ja, da muss man dann noch schottern. Allerdings, ja, man hat ein Stück Plastik in der Hand, ja. Beißt sich jetzt zu so einer Lok, ja. Diese V200 hier ist komplett aus Metall. Da ist so gut wie kein Plastik dran. Das da ist Metall, das Chassis ist Metall, alles Metall. Und dann stelle ich die Lok auf Plastikschienen. Geht gar nicht. Deswegen mein Schienenfavorit für euch, große Empfehlung, sind Metallschienen. Die sind locker 50 Jahre alt. Funktionieren noch wie am ersten Tag. Sie können verbiegen, aber man kann sie auch wieder gerade biegen. Sie funktionieren so, Sie haben hier auch in der Mitte diesen Punktkontakt für den Schleifer. Dieser Punktkontakt geht von unten durch einen Metallsteg vorne an die Lasche. Die Laschen verbinden sich, ja, und oben kann man die Schienen zusammensetzen. Das sieht dann so aus. Geht relativ simpel, ja, hat man eine schöne, schöne Schiene und zwar eine Metallschiene, eine stabile Schiene. Und diese stabile Schiene, da setzt man gerne eine stabile Lok drauf. So, zu tief. Ja, klar. So. Bin da total begeistert, bin gut gefahren. Wenn mal eine Lok entgleist, weil die Schiene ein bisschen verbogen ist, um Gottes Willen, dann nimmt man halt eine Zange und biegt es ein bisschen gerade und alles geht wieder. Ein weiterer Riesenvorteil bei diesem Schienensystem ist Licht. Und zwar gibt es Weichen dazu. In jedem Starter-Set kriegt man eine Weiche, allerdings ohne Antrieb, ohne Beleuchtung, also ohne diesen Kasten. Ja. Und bei einer elektromagnetischen Weiche, die man im Internet bestellen kann, gebraucht. Ja. M-Gleis heißt dieses Gleis. M wie Metall, Metallgleis. Ja. Hat man hier automatisch eine Weiche mit einem Antrieb und automatisch einen beleuchteten Kasten. Wenn hier irgendwas kaputt geht, es gibt für alles Ersatzteile. Man kann innen eine Feder erneuern, man kann hier ein neues Birnchen einsetzen. Alles gar kein Thema. Man hat drei Kabel, wie man die anschließt. Erkläre ich noch, gibt aber auch 100.000 andere nette Modelleisenbahner. Übrigens, die Modelleisenbahn-Community ist eine super nette. Ja? Also, wenn ihr mal keine Lust auf Streit habt, dann geht zu einem Modelleisenbahner. Es ist gemütlich, es ist schön, man hat ein tolles Thema und es macht Spaß. Also, nochmal zu der Weiche. So eine Weiche ist erschwinglich. Sie hat schon alles, was eine Weiche braucht. Sie ist genauso kompatibel. Ja. Man kann sie elektromagnetisch bedienen. Das ist total cool. Man hat ein Gestellpult. Man kann sie aber auch, wenn man das noch nicht hat mit dem Gestellpult, einfach anschließen und man kann sie auch von Hand bedienen. Ja. Man dreht hier einfach an diesem Knopf und dann ist die Weiche, geht sie auf geradeaus oder auf abzweigen. So. Die Weiche hat unglaublich, also dieses Gleissystem hat unglaublich viele Vorteile. Es ist mega gut durchdacht. Es ist erschwinglich. Also von daher, es ist in puncto Nachhaltigkeit. Es muss nichts Neues mehr produziert werden. Kein Plastikzeug oder so. Das Ding hält ewig. Allerdings muss man sagen, es gibt einen großen Nachteil bei diesem System. Ich traue es mich ja nicht sagen, aber es ist offensichtlich, dieses Gleissystem ist grottenhässlich. Meine Meinung, also es gibt vielleicht welche, die finden das schön, aber schaut euch das mal an. Es sind quasi einfach nur Metallquerstreben angedeutet. Also die Schwellen, ja, also der Fokus, mal gucken, ob das so besser geht. Ja, also ich weiß nicht, ob man das erkennt. Es ist nicht hübsch. Es ist wirklich nicht hübsch. Man kann aber was sehr Hübsches daraus machen. Es gibt so viele YouTube-Videos.
Also da gibt es einen, hey, der kann Monate damit verbringen, die Gleise schön zu lackieren, auch seitlich nochmal ein bisschen Rostfarbe dran zu machen. Es gibt alle Möglichkeiten, auch bei so einem Gleis, es richtig toll aussehen zu lassen. Richtig, richtig toll. Ja, also da gibt es, also vielleicht verlinke ich mal was. Mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. Ja, aber um dieses Gleissystem geht's. Und ja, weiter nach der nächsten Maus, hätte ich fast gesagt.